Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und vor mir liegt die Mathilde. Zu mir wirst du bewusstlos angezeigt, warum auch immer. Ja, auf meinem Bildschirm laufe ich fröhlich durch die Gegend. Faszinierend. Ja, wir wollten, glaube ich, Fälle hier besorgen. Ja. Kannst du eigentlich ein Abhäutemesser machen? Ein was? Ein Abhäutemesser. Ein Abhäutemesser? Ich kann doch nur, wo kann man das denn bauen? Das weiß ich noch nicht. Ich hab keine Ahnung. Dann gucken wir doch mal hier ins schlaue Dingsbums rein. Fleischer. Ah, dafür muss man Fleischergeselle lernen. Fleischergeselle brauchen wir dafür. Was gibt's denn Fleischergeselle? Oh, ich habe die Musik so leise, glaube ich. Ja, ich muss sie mal ein bisschen lauter machen. Fleischergeselle unter Überleben, oder? Ja. Fackel, Bettenmacher. Bettenmacher hast du ja auch schon, ne? Bettenmacher habe ich, ja. Schmied? Fleischergeselle. Das ist da drunter. Aber ist aus Eisen, also das dauert noch, bis wir soweit sind. Na gut, Landmann, Kesselflicker. Oh, 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 ich brauche ganz, ganz dringend Dingsbums, Pfeile. Dingsbums? Ohne Pfeile gehe ich bestimmt nicht auf Jagd. Dann, Dingsbums, besorgt ihr auch welche? Ja, mache ich auch gleich. Ich esse erstmal hier schöne Handvoll Insekten. Oh, ich liebe Insekten. Yum, 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 yum. Lecker Insekten. Du liegst da. Oh, ich kann auf dich drauf hüpfen. Juhu. Oh, ich guck. Wo kriegst du hin? Ich suche Federn. Kann man sich nicht ducken? Du kannst auch aus Knochen welche machen. Ja, ich brauche trotzdem Federn. Nein, bei den Knochen brauchst du keine. Echt nicht? Nein. So sagst du mir das jetzt erst? Weil ich die ganze Zeit die Knochenpfeile mache? Ich weiß nicht, sind primitiv aus Knochen. Die anderen sind wohl besser dann mit Federn. Pfeile aus. Aber brauche ich Pflanzenfasern. Da. Sieht man vielleicht, wie viel Damage die bringen? Oh, doch, hier. Gesundheitsschaden 6, deine Feuersteinpfeile. Rüstungsdurchdringend 16%. Und die Knochen genau dasselbe. Okay. Sind aber leichter herzustellen, weil du ja Leute tötest quasi oder Tiere tötest. Die Pfeile, die Federn würde ich dann eher aufheben für andere Viecher. Und ich sehe gerade, ich habe noch ein bisschen Dings, Eisenstein, zack. Hey, bleib hier, du scheiß Kadaver. Jetzt ist er weggeglitscht. Super scheiß Vogel. Oh, ich habe nur noch 22 Federn dabei. Ja, 22. Ach so. Ach, du hast die Feder. Nö, ich habe die letztes Mal wahrscheinlich irgendwie so ein Vieh wieder gekillt.
wollte ja gerade auch wieder einen killen, aber der ist ja irgendwie weggeglitscht. Rech. Okay. 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 Wo bist du denn überhaupt? Ich bin hinter dir. Ich sehe dich ja nicht, weil du auf dem Boden liegst. Ich glaube, wir müssen, weiß ich, den Server vielleicht neu starten oder so. Ja, kriech mal vor, Ich kletter gerade an dir hoch. Warum bin ich überlastet? Weil ich an dir hochgeklettert bin. Das geht? Ja. Jetzt war ich überlastet, weil du auf mir drauf standest. Okay. Ja, dann, beim Treten standest du ganz kurz. Was war ein Treten? Faszinierend. Steuerung. Ach ja. Ups. Nee, nicht wenn man quasi dem Bogen sieht hat. Sieht man mich jetzt, wenn ich Steine hacke? Ja, der Stein... wenn du Steine hackst, stehst du ganz kurz. Soll ich mich sonst einmal auf dem Server loggen und wieder raufkommen? Ja, mach das mal so, das sieht dann irgendwie... Warte mal so lange hier. Ja, ja. Ich hacke ein bisschen Rinde. Das sieht ein bisschen scheiße aus. So. Dann gucken wir mal, ob ich dann jetzt stehe. Ja, du kannst stehen. Hey. Oh, ich kann stehen. Ich kann stehen. Mathilde ist endlich aufgestanden. Herzlichen Glückwunsch. Gut, dann zeig mal, wo die Viecher sind. Warte, ich muss mich kurz orientieren da lang. Wie sich so gut, Schnell laufen, schnell laufen, super. Schnell laufen. Jetzt laufe ich dir hinterher und überhole noch das Krokodil. Ah. Krokomeister, geh weg. Keine Ausdauer, oben rechts sind Hyänen. Hab ich gesehen. Ohohohoho! Das Krokodil hat sich immer noch verfolgt und ich war neben dem Krokodil. Ah, okay, jetzt können wir laufen. Okay. Da lang. Ah, dieses Viech da? Ja, genau. Am besten. Na, so. Okay. Rein und Schuss. Ey, warum läuft der? Nicht getroffen. Okay, dann ist er weg. Kann man sich ducken? Ah, vor uns ist einer. Vor uns links. Ich hab's fast getötet übrigens. Ja, lass es. Aber es läuft jetzt so weit weg. Es blutet. Das ist aus meiner Sicht. Ich versuch mal hinterher zu laufen. Hast du das? Ja, das war's. Ich bringe mal einen anderen in deine Richtung. Warte, ich muss das erst. Es kommt in deine Richtung. Es will filetiert werden. Massakriert, gekillt. Wo bist du? Da. Lebt's noch? Ja, es lebt noch. Hä? Ist weggeglitscht? Nee. Also ja, aber irgendwo anders. Hä? Ah, jetzt ist es tot. Es wäre cool, wenn du Bescheid gibst, bevor du schießt, damit wir gleichzeitig drauf schießen können. Okay. Jetzt glitscht es da rum. Jo. Wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Da war es eigentlich. Ah, hier ist es. Und hast du schon mal getestet, wie du am besten Fell kriegst? Mit der Axt oder mit der Spitzhacke? Ich habe es jetzt die ganze Zeit mit der Axt gemacht und ich habe jetzt immerhin schon... Also mit der Axt kriegt man auf jeden Fall gut Fleisch raus. Ja, ich brauche ja Fell. Ja, ich kann es ja, dass ich es mal mit der Spitzhacke probiere. Genau.
Waren die noch welche? Weißt du das? Die laufen hier eigentlich überall rum. Jetzt ist natürlich blöd, dass es dunkel ist. Ja. Na gut, ist ja Gott sei Dank nicht so lange dunkel. Da oben sind andere Viecher, lass mal wieder ein Stück runtergehen. Vielleicht sind hier noch welche auf der Ebene irgendwo. Na, vielleicht rechts weiter. Hm. Ah, ich sehe eins. Wolltest du warten? Wo ist es denn? Ganz schön flink. Ja. Ah, ich hab's hier noch irgendwie. Da ist es. Hm? Da den Stein ist es. Ist weggeglitscht. War doch hier hinter den Steinen. Ja, das ist weggeglitscht und dann kam anderes. Hm. Selbe Problem habe ich, glaube ich, schon wieder hier. Jetzt habe ich mal angekillt. Ah, Spitzhacke bringt schon mal 4 Haut habe ich gekriegt. Okay. Es lebe die Spitzhacke. Ist das da ein Eisenstein? Nein. Aber hier in den Felsen sind ganz gut, kann man sie ganz gut killen eigentlich. Die verheddern sich da. Weil sonst würden sie ja extrem schnell weglaufen, glaube ich, oder? Ja. Ich hab Eisen gefunden. Oh, ich helfe dir. Oder auch nicht. Ah, hier gibt's nochmal Eisen. Stufenaufstieg. Juhu! Erstmal Fackel reparieren. Oh, jetzt wird's ja wieder hell, ne? Aua, so langsam, ja. Ah, ich sehe eins. Okay. Hier weiter wieder Richtung Landesinnere. Du kannst ja unten lang gehen. Oder hier oben. Ah, ich glaube, ich sehe es auch. Jetzt sehe ich sogar 3, 4 Viecher. So, jetzt versuchen wir mal zusammen drauf zu schießen. Kannst du auf den großen Stein da klettern? Brauche ich ja nicht. Okay. Ja doch, du siehst sonst den ich auf den ich schießen will, nicht. Ah, welchen willst du denn? Von dir aus links. Den ganz links, okay. Siehst du den. Okay, 3, 2, 1. Oh. Okay, der ist weg. Und, springt er in die Schlucht? Wo ist er da hinten gestorben? Siehst du ihn noch? Ja. Lebt er oder tot? Ja, lebt noch. Oder? Bist du? Jetzt ist er tot. Soll ich dir den nächsten zutreiben? Warte. Ich habe jetzt nur einen Dings bekommen. Einmal Tierhaut mit der Spitzhacke. Hm. Moment, ich muss einmal kurz was essen. Ach Mist, ich habe nichts mit außer dem Fleisch. Hehe. Muss ich hier mal kurz ein bisschen Gras abbauen, dass ich ein paar Insekten futtern kann. Oh. Arbeitsbiene, nam 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 nam. Insekten, yam yam yam. Okay, so, bin bereit. So, welchen siehst du? Der da direkt am Stein mit den Hörnern? Also ich habe hier 2 zur Auswahl. Ja, da ist jetzt eine so eine Aloe Vera Pflanze da, ne? Hm? Okay, den. 3, 2, 1. Mist, jetzt kommen sie zu mir.
geht's. Einer kommt zu dir hoch. Ich versuche, die mal in deine Richtung zu treiben. Ah. Jetzt ist der weg. Der eine hat sich in Luft aufgelöst, der andere ist vor mir. Hi. Hey! Hey. Die glitschen hier rum, die Scheißviecher. Das reicht mir, ey. Kamehameha, du Kackvieh! Oh, ich muss ganz, ganz dringend was trinken. Uiuiuiui. Jetzt habe ich auch nur ein Fleisch gekriegt. Da unten sind aber noch mehr. Wieder. Ein Fleisch, ich meine ein Dingsbums. Das linke hat ein größeres Horn, kann das sein? Ja, das greift auch zurück an. Ah, darum bin ich jetzt auf dem Stein. Sollst du. Warte, ich kann ja mal auf den Stein klettern. So, okay. Oh, warte, warte, warte. Ah! Oh, dass sie immer die Sachen weglegen muss, wenn sie geklettert ist. Dass man die neu ausrüsten muss. Furchtbar. Okay. 3, 2, 1 und Feuer! Na, du Kudu? Wie treffe ich den nicht? Oh. Ah! Abgang kommt auf dich zu. Ist abgeprallt. Oh, der scheint doch eher... Ja, ja. Na, komm her, du kleines Arschloch. Hi, Jukit! Aua, aua! Ist er tot? Jo. Tod ist tot. Bleib stehen, roll nicht weiter. Bleib hier. Ups. Ah, der hat noch gut Tierhaut gebracht. Der war gut. Hm? Hast du auf mich geschossen? Nein, ich auf dich. Okay, ich jag ihn. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Na, war das ein Schuss oder war das ein der Schuss? Der war gut. Den hast du, glaube ich, voll in die Fresse geschossen. Ah, ich glaube, der ist zu weit weg, oder? Ja. Aua. Oh, ich muss ganz, ganz dringend was essen. Oh, ganz, ganz dringend. Scheiße. Ah, hier gibt's bestimmt leckere Insekten. Naja, ich bin schon hier fleißig am Insekten sammeln. Ein paar Arbeitsbienchen habe ich auch gefunden. Höre dich, ich höre dich. Du bist irgendwo hier. Ah, vor mir. So. Ja, die Viecher haben keine Chance. Da hat jemand Hunger. Ja, ja. Aber wenigstens bin ich jetzt nicht mehr tot, kurz vorm Verhungern. Na gut, 18 Fleisch habe ich und 14 Tierhaut. Ich habe 20 Fleisch und 7 Tierhaut.
Ach, wir sind denn direkt hinterm See quasi. Mhm. Hätte sein können, dass es noch irgendwo tolle Tiere gibt, die man töten und häuten kann. Vielleicht kriegt man mit diesem Abhäutemesser auch mehr raus. Wahrscheinlich. Oh, das sieht aber knapp aus, du. Oh, man kann auch runterklettern. Wie geht das denn? Autsch. Ja, du musst Leertaste gedrückt halten. Nee, hab ich nicht. Kann ich nicht. Mach ich nicht. Jetzt muss ich mich einmal kurz erholen. Okay, der ist gepanzert. Hui! Aua! Entschuldigung, ich habe mich mitreißen lassen. Zwei Tiere heute immerhin. Ach, da bringt auch welche? Ja, da ist auch noch einer. Dann lass mal wieder gleichzeitig drauf schießen. 3, 2, 1, Schuss! Aua. Ups. Ja, wenn man erstmal beim Klicken ist. Unten sind noch mehr von denen. Oh, da ist ein Eisenstein. Zwei Eisensteine. Juhu. Komm, ich mal mit. Eisen, Eisen. Da sind Babys davon. Und ich glaube, die kann man so abschlachten, oder? Oh. Ah, ha, ha, ha. Babys. Das ist die Mutti. Hi, Mami. Oh, ich hab ein Tierhaut. Na, wo sind die kleinen süßen Babys? Kommt mal her. Bist du denn? Gleich mit der Pike getötet. Zack! Aua! Da ist auch noch einer. Warum haust du mich? Ich hab dich gerade gar nicht gehauen. Bist vorbeigefahren, gegangen und hast mich gehauen. Ich hatte nur die Axt in der Hand. Ja. Oh, hier sind mehrere von den Viechern. Ey, die hat dich beschossen, nicht mich. Voll die Schlechter. Genau, aber irgendwie bringt's nicht so viel. Ah ja. Brauchen wirklich so eine Häutemesser. Genau, aber sowas von. Erstmal wollten wir ja Dings machen, unsere Sklavendinger. Ein Krokodil. Gut, dann bringe ich mal das, was ich jetzt habe, nach Hause. Vor allem das Eisen. Ja, ich bin noch nicht so voll. Ich glaube, ich werde noch irgendwie ein bisschen Holz hacken. Ja, Holz hacken, Steine hacken. Irgendwie sowas.
Wäre nicht halb leer nach Hause gehen. Nee, ich mach mich jetzt auch noch voll, aber... Ich guck mal gleich, was ich brauche, um noch irgendwie ein paar Rüstungsteile zu machen. Ich meine, oben haben wir jetzt ein Rüstungsteil, aber untenrum vielleicht eine bessere Hose. Oder bessere Schuhe. So, jetzt ist auch mein Steinpickel kaputt. Ich bin gut kaputt selber. Da ist ein Krokodil. Ja, die Lunge ja hier überall rum. Ja, ich weiß, mein Magen knurrt. Ich mache mir ja schon was zu essen, meine Güte. So, bitteschön. Einschalten. Ach, das bist gar nicht der Du da hinten. Das ist ja irgendwie eine andere Frau oder so, die kämpft. Okay, ich glaube, die töte ich gleich. Mach das mal. Aber so feige wie ich bin, kletter ich erstmal hoch. So, wir haben fast genügend Eisen. Oh, die kann auch klettern, oder was? Wo ist sie hin? Da hinten. Woher kriegst du den Teer? Wenn ich da Rinde und Leder koche. Oh. Guck gerade. Die hübsche Frau da vorne. Ach, die legt sich mit dem Kroko an. Gut, ich warte. Wer gewinnt wohl? Kroko oder die Frau? Da trinke ich doch erstmal was. Und esse eine Arbeitsbiene. Lecker und ein bisschen so lecker. Das dauert ja bei den beiden da. Tja. Kämpfen da eine halbe Stunde. Ups. Gott sei Dank habe ich daneben geschossen. Oh, sie... Nee. Ah, aua. Tessa, die Klinge hat sich gerade entklingt. So. Oh, hat ein Röckchen für mich. Ich nehme mal alles. Kann ich alles nehmen? Was denn? Kann ich sie töten? Drohfaust, grüßen, entspannen. Achso, kann irgendwelche Sachen machen. Kann ich sie auseinandernehmen? Ah, Tessa bringt auch noch Haut. Danke, Tessa. Hm. So, jetzt komme ich nach Hause. Mach das. Also machst die Decke weiter. Mhm. So, dann gucken wir mal. Was kann ich denn rüstungsmäßig bauen? Achso, leichtes Gamaschenfutter. Kriege ich denn ein leichtes Gamaschenfutter? Da.
Na, und kommst gut voran mit dem Dach? Ja. Die Schrägteile sind fast fertig und bei der Decke fehlt auch nicht mehr viel. Ist ja cool. Ja, ne? Das heißt, ich werde jetzt mein Bett nach oben bringen. Oh nein, meine letzte Bettrolle wurde zerstört. Oh, toll. Wollen wir eine neue Bettrolle machen? Ich mach Pflanzenfasern und Holz sammeln. Jo, das kann man immer gebrauchen. Und beim Holz mache ich natürlich mit der Spitzhacke, damit ich auch so ein klein bisschen Dings bekomme. Da ist gleich Rinde, du weißt schon. Ja, Dings und Bums. Genau. So, ich habe jetzt eine leichte Schärpe für dich hergestellt und die ist auch hier in Rüstungsmacher-Ding drin. Dankeschön. Armschutz. Was brauchen wir dafür? Einen Armschutz hast du ja nicht, ne? Nein. Gut, dann brauche ich mehr Tierhaut. Deine Tierhaut hast du noch nicht hier reingeworfen, oder? Meine Tierhaut habe ich ins Dings gepackt. In die Kiste? Nee, in das heute Dings. In die Gerberei. Genau. Ja, hier ist nichts mehr. Vielleicht kriege ich noch Handschuhe für dich auch noch hin. Cool. Ah, nee, doch nicht ganz. Schade. Da fehlen noch 10 Felle. Aber gut. Kriegst erstmal so eine Lederschärpe. Eine Lederschärpe ist auch schon mal was Schönes. Jo. Hier ist eine Steinsperre, dann brauchst du den? Nee. Nehme ich den. Ich habe den zwar gebaut, aber irgendwie benutze ich den eh nicht. Sieht ja flott aus. Ja, ich hole dann mal Holz. Ah, nee, gar nicht. Ich baue mir jetzt sowieso. Das Haus ist ja dann fertig, ne? So ziemlich, ja. Ich wollte so ein Opferaltar für meinen Schlangengott bauen. Oh, hier ist nur ein Flugpfeil. Ach, die Schärpe ist da. Hä, wo ist denn die Schärpe? Ich hab doch gerade auf Anlegen gemacht, wieso trage ich die Schärpe nicht? Die Schärpe trage ich doch bestimmt an den Beinen, oder? Nee, um die Hüfte. Ja, ist eine Hose quasi. Ja, aber wieso? Ich sehe die irgendwie. Hier liegt eine auf der. Alles nehmen, du hast es auf den Boden geworfen. Oh. Die Handschuhe sind auch nicht fertig, das ist nur das Futter, da fehlt noch was. Okay, ja, dann lass mich das dann nochmal reinlegen. Ach so, nee, grobe Handwickel habe ich auch nur genommen. Okay. Ach, ausrüsten, so. Ui, ich habe mein Röckchen an. Zimmerröckchen.
gefällt. Sehe ich gut aus mit dem Röckchen? Bestimmt. Warte, ich gucke mal. Röckchen steht hier besser als mir. Danke. So, das Dach ist auch so gut wie fertig. Ich habe nicht genügend Pflanzenfasern für das Schrägdach besorgt. Ja, Pflanzenfasern kannst du auch echt extrem viel gebrauchen. So, wichtiger wäre es jetzt, dass ich mal diese dämlichen Schellenfackeln machen kann. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum das noch nicht geht. Ja, ich würde sagen, es wird jetzt hier ein bisschen dunkel und dann würde ich jetzt auch mal einen Break machen. Wenn es euch gefallen hat, lieber Kleidung herstellen oder jagen, dann lasst doch mal ein Like oder einen Kommentar da. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.